gestern gemäht. Absoluter Wahnsinn. Das ist gleich dicht, der Rasen, ey. Das gibt's ja gar nicht, ey. Das gibt es ja gar nicht. Das ist ein geiles Gras. Diese Poa pratensis, wie die hier diese Lücken schließt, das ist einfach unglaublich. So ein bisschen fetter, oh, ich liebe das. Es wird langsam so geil, Freaks. Ja. Yeah! Hallo, liebe Rasenfreaks. Ist der Moment schon gekommen? Der Moment des Magic Mowings? Wir haben jetzt hier Dienstag nach Ostern und natürlich zwei Tage kein Rasen mähen. Warmes Wetter, heute ist schon wieder ein bisschen kälter. Also nach Ostern jetzt hier ist das schon wieder kalt geworden. Gestern und heute, naja, geht so. Aber der Rasen ist jetzt richtig am Wachsen. Meine Frau ist übrigens heute die Kamerafrau. Wir brauchen noch mal den Höhenmesser, mal zu gucken. Ich muss ja noch mal holen, den Höhenmesser, um zu gucken, wie hoch der Rasen ist. Und dann mähen wir mal eine Runde und schauen mal, wie es hier abgeht. Die Langhalme, die sind jetzt schon bei 35. Die meisten, viele Halme sind schon bei 30. Eieieiei. Also an der Ein-Drittel-Regel-Grenze ist der Rasen. Na gut. Benzinhahn zugemacht aufgrund schlechter Erfahrungen im Auslaufen. Und jetzt natürlich gleich ausgegangen. Na komm, wir warten. Ich habe jetzt noch auf 20 mm gestellt. Ich mähe normalerweise ein bisschen tiefer. Durch diese 20 mm legt sich das Gras aber stärker um. Und dadurch sind die Streifen deutlicher sichtbar. Das ist natürlich auch schön. Was mich jetzt wieder frustriert, sind die unterschiedlichen Gräser in meinem Rasen. Die Quäke, oh, dieses breitblättrige Gras, was keiner braucht. Ja, muss man mit leben. Na, überall hier. Also das, ach, das ist ein Frust. Das ist ein richtiges breitblättriges Gras. Das sieht nicht so schön aus, nicht so gleichmäßig. Aber hier in der Ecke, hier. Hier in der Ecke. Ach, mein Prima, wie sie aufpacken. Das ist schon nicht schlecht. Ja, wir mähen auch noch mal gegen. Aber wir werden auf jeden Fall entweder noch mal quer mähen, die sogenannten Diamond Stripes mähen, dass wir in zwei Richtungen mähen. Und dann gibt es diese Rauten und das ist auch ein sehr, sehr schickes Bild. Das machen wir nochmal. Doppelt hält besser. Gut.
Voll. Richtig voll. Gut verteilt der Schnitt. Das war klasse. Das ist klasse. So, Wagen. Übrigens, das Geheimnis gerader Streifen. Also meine Streifen sind immer noch nicht so ganz perfekt gerade. Man darf tatsächlich nicht direkt vor dem Meer auf den Streifen gucken, weil dann fängt man an zu eiern. Man muss im Grunde genommen weit vorausgucken, sich den Zielpunkt am Ende der Bahn suchen und darauf fokussiert bleiben, nicht runter gucken, sondern starr hinten auf den Punkt gucken und dann mäht man tatsächlich wirklich geradeaus. Ich übe immer noch daran. Verrückt. Gerade Streifen. Jo! Jo! Oh, das war viel. Boah. Das ist aber. Warum rieche ich immer da dran? Total krank. Das ist aber schon wirklich schön geschnitten. Das ist wie klein geschnittener Schnittlauch. Zum Essen. Das ist der absolute Wahnsinn hier. Noch nie gemacht. Der sogenannte Diamond Cut habe ich noch nie gemacht. Gleich zweimal. Hier geht's so. Was sagst du dazu? Das ist cool. Oh, man kann das wahrscheinlich von oben besser filmen. Das kommt total. Kommt total gut raus. Ja? Ja. So, Rasenfüchs, ich muss jetzt aufhören. Mein Knie ist ziemlich am Knubbeln. Was soll's. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Und ich freue mich auf euch im nächsten Video, euer Rabenfreak. Bis dann, tschüss.